Hallo, meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Jemand hat eine Nachricht für dich. Jemand möchte dir etwas sagen. Jemand möchte dir unbedingt etwas erzählen. Und ich schaue für dich in die Tarotkarten, was dieser Mensch dir denn mitteilen möchte. Und diesen Menschen hast du im Herzen, diesen Menschen hast du in deinen Gedanken. Du weißt jetzt, um wen es sich handelt. Was möchte dieser jemand dir mitteilen? Der Ritter der Münzen. Ich mache mich jetzt auf dem Weg. Nicht zu schnell. Ich möchte keine voreiligen Schritte jetzt machen. Ich möchte nichts überstürzen. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Ich brauche Sicherheit und ich mache jetzt einen Schritt nach dem anderen. Ja, aber im Gegenzug sind diese Schritte felsenfest und man kann sich drauf verlassen. Ich bekomme hier jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Die 10 der Stäbe und die 6 der Kelche. Oh ja, also ich bekomme hier eine schwierige Vergangenheit, eine schwierige Kindheit bekomme ich hier. Ich bekomme hier jemanden, der es nicht leicht gehabt hat oder sogar jetzt es nicht so leicht hat im Leben. Man muss sich sozusagen durchbeißen oder sehr viel zu tun mit den 10 der Stäbe. Und man möchte aber alles Nötige dafür tun, damit man jetzt diese Aufgaben alle richtig löst. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Schwierigkeiten gemeinsam zusammen. Oder dass es halt bei diesen Menschen, dass es jetzt momentan wirklich sehr schwer ist. Ja, da habe ich schon irgendwie so eine Bürde. Da habe ich Aufgaben, die nicht allzu leicht sind. Ja, die man einfach erfüllen muss. Oder man zeigt mir hier mit den 6 der Kelche schwierige Vergangenheit. Schwierige Kindheit, habe ich ja schon gesagt. Ja. Es ist jemand, mit dem du zum Beispiel, das ist für einen Teil, du hast eine Vergangenheit mit diesem Menschen. Euch verbindet schon etwas. Könnte sogar jemand sein, zu dem du momentan keinen Kontakt hast. Die Vergangenheit war schwierig und man hat momentan keinen Kontakt. Und wenn der Kontakt bestehen sollte, dann ist er wirklich schwierig. Es ist sehr zäh. Es ist irgendwie so mühsam, ja. Es ist nicht so locker flockig leicht. Oder die andere Seite sozusagen, da möchte dir jemand aber hier etwas geben. Auf jeden Fall, ja. Und das ist jemand, mit dem du momentan eine Verbindung hast, die sehr beschwingt ist, die sehr kindlich geprägt ist. Vielleicht verbinden euch gemeinsame Kinder. Oder du hast ein Kind, dein Gegenüber hat ein Kind und die Verbindung entstand durch diese Kinder zum Beispiel, ja? Oder ihr seid wie Kinder, ja, in dieser Verbindung so eine Kindlichkeit, Unschuld, Unschuld, total. Also auf der einen Seite, ja, habe ich hier eine Gruppe, wo diese Verbindung schon mal war und sie ist schwer. Ja, das ist ziemlich widersprüchlich, aber ich habe das hier so, ja. Und auf der anderen Seite ist es eine Verbindung, die sehr, sehr leicht ist und locker, vielleicht an der Oberfläche. Man kennt sich noch nicht so lange. Genau, man kennt sich noch nicht so lange. Deswegen dieses Kindliche, dieses Neugierige. Ich bin neugierig auf dich. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich näher kennenlernen. Ich möchte mit dir die Welt entdecken hier. Ja? Und auch wenn das zum Beispiel neu und frisch ist und kindlich, trotzdem, also irgendjemand hat hier so schon so eine Schwere, bringt so eine Schwere mit sich, aber man möchte diese Schwere nicht zeigen,
Ja, oder das ist die gemeinsame Vergangenheit. Oder man hatte eine schwere Kindheit. Ja, sowas bekomme ich hier. Und deswegen möchte man hier keine Fehler machen. Also das gilt für alle. Ich möchte hier keine Fehler machen. Das möchte dir dein Gegenüber sagen. Ich bin hier beschäftigt. Ich habe hier was zu tun. Das Leben hat mich nicht geschont. Aber es soll jetzt besser werden. Es soll jetzt leicht werden. Und dieser Mensch, auch wenn du keinen Kontakt zu diesem Menschen hast, ich habe hier. Er oder sie möchte auf dich zukommen und dir etwas geben, etwas anbieten, ein Stück von sich geben. Ja, so habe ich das hier. Aber wir schauen weiter. Was möchte er oder sie dir mitteilen? Ich habe hier den König der Schwerter. Ich habe hier ein Erdelement und ich habe ein Luftelement. Wenn du nach den Sternzeichen gehen möchtest, wenn, ja. Und oh, da will jemand sich mit dir in irgendeiner Form vereinigen, dich treffen, dich sehen, mit dir reden, Zeit mit dir verbringen. Vier der Stäbe. Das ist auch hier. Oh. Bei einigen habe ich hier eine Seelenverbindung, ich habe hier eine Seelenpartnerschaft, ich habe hier eine karmische Verbindung, vielleicht sogar ein früheres Leben gemeinsam zusammen verbracht. Ja, deswegen ist es auch nicht so einfach gewesen. Ja. Und ja, zusammen einfach dich einladen. Der Mensch möchte dir sagen, hey, ich werde dich einladen, weil ich werde irgendetwas machen, dass wir zusammen sein können. Gespräche müssen sein. Ja, der König der Schwerter. Ja, wenn er spricht, dann spricht er. Das kann hier auch eine Frau sein. Ja, wollte ich nur so sagen. Aber ich sage er, weil das hier der König ist. Und jemand hat aber auch hier auf dich ein Auge. Du bist im Fokus von jemandem. Jemand schaut dich ganz genau an, ja. Halt dieser Mensch, der dir das mitteilen möchte, hat dich im Auge, hat dich im Blick, beobachtet dich vielleicht sogar so ein bisschen, ja. Und möchte aber aus dieser zurückhaltenden Haltung herauskommen und mehr präsent sein, mehr da sein für dich. Sich mir einbringen, überhaupt vielleicht sprechen, ja? Die vier der Stäbe, ich soll dir sagen, du bist willkommen. Bin ich bei dir willkommen? Das ist auch irgendwo so ein bisschen, willst du mich überhaupt? Willst du mich noch? Oder willst du mich überhaupt? Hier hat jemand so ein bisschen ja, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ist so ein bisschen angeknackst in irgendeiner Form. Was ich hier noch so bekomme, vielleicht denkt der Mensch auch hier, ich weiß nicht, ob das mit dir in Resonanz geht, aber du spielst nicht in meiner Liga. Ja, da hat man natürlich Probleme, ne? Ja, du bist so viel besser als ich. Ja, das möchte dir dein Gegenüber hier mitteilen. Und ja, wie gesagt, man möchte mit dir vielleicht sogar tanzen gehen, weil ich habe hier ein tanzendes Paar. Ich habe hier auch zwei Vögelchen, die zusammenkommen sollen. Und das ist hier wie so ein Vogelhäuschen. Ja? Also man möchte schon mit dir hier irgendwie was erleben und Einladung folgt. Ich werde auf dich zukommen. Ich bekomme das hier in zwei Karten. Da ist jemand ein großer Denker. Da ist jemand ein großer Denker und zerdenkt auch sehr viele Sachen. Kann irgendwie. Ich bekomme auch bei einigen, ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht fassen, dass du dich für mich interessierst. Ich kann es nicht glauben, dass du irgendwie was mit mir anfangen willst. Oder ich traue mich nicht, weil ich da Bedenken habe, ob du mich wieder haben willst, falls es jemand aus der Vergangenheit ist. Ja, ich habe hier den Hierophanten und das ist hier die Karte, dass man
bisschen mehr erfahren möchte und mehr Sicherheit irgendwie haben will in dieser Angelegenheit. Und das ist auch notwendig, um aus sich herauszukommen. Weil jemand ist hier wirklich so ein bisschen verkrampft. Ja, genau, verkrampft. Vielleicht holt sich dieser Mensch auch Rat bei irgendwelchen Leuten. Oder euch verbindet irgendwie so was Beratendes. Vielleicht hast du dir mal einen Rat bei ihm oder ihr geholt oder er bei dir Rat geholt. Ich bekomme hier auch Menschen, die Bücher lesen. Ja, bekomme ich hier auch mit der klugen Eule und mit dem Buch Menschen, die Bücher lesen. Ich lese jetzt momentan ein Buch und ich versuche, ein besserer Mensch zu werden. Das möchte dir dein Gegenüber mitteilen. Ich versuche, mich hier weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Ja, das kann auch eine Weiterbildung sein, Fortbildung, sowas in der Art. Das möchte dir dein Gegenüber mitteilen. Oder du befindest dich vielleicht in einer Weiterbildung, Bildung, Fortbildung. Und man traut sich gar nicht mehr an dich heranzukommen, weil du bist ja so viel klüger als ich. Ha? Was willst du mit mir? Das bekomme ich hier irgendwie. Ah, die 10 der Kelche, wow. Ja, also da sind Gefühle. Also die Gefühle waren da und wenn sie weg waren, dann sind sie wieder da. Oder man hat sich echt in dich verliebt. Oh ja, sehr gut. Sehr schöne Karten hier. Wow, das ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist echt eine schöne Legung, muss ich schon sagen. Die 10 der Kelche, das ist das Glück in der Liebe, in der Familie, in den Gefühlen, in der freundschaftlich, also wir sollen hier zusammen sein. Wir müssen zusammen sein. Wir müssen zusammenkommen. Wir müssen das weiter zusammen gestalten. Auch wenn ich nicht würdig bin. Ja, ich bekomme hier sowas. Ich bin deiner nicht würdig. Ja, das schwingt hier die ganze Zeit irgendwie, ja. Das ist so der Gedanke von deinem Gegenüber. Ich bin deiner nicht würdig. Naja, aber ich habe so Gefühle für dich. Das ist hier schon Liebe. Das ist hier Verliebtheit, Liebe, gemeinsame Zukunft, also Träumereien hier. Träumereien an eine gemeinsame Zukunft. Und euch verbindet sehr viel. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber dein Gegenüber fängt an, das jetzt zu erkennen, dass euch viel mehr zusammenhält, ja, verbindet, als man so auf den ersten Blick sieht. Denn hier hat man diesen guten Blick unter Wasser. Also das ist die Tiefe, tiefe Gefühle, tiefe Verbindung. Vielleicht auch eine lange gemeinsame Zeit verbindet euch, kann hier auch so sein. Ein früheres Leben, ja, muss ich schon sagen, hier mit diesen zweimal die 11 oder viermal die 1. Seelenpartner, Seelenpartnerschaft, karmische Verbindung, ja. Etwas hat euch zusammengebracht. Und das ist etwas, was wirklich euch auch nicht loslassen wird. Es ist schwierig für euch beide, euch loszulassen. Wenn ihr nicht zusammen seid, dann dieses Emotionale, dieses Gedankliche. Ich habe hier Gedanken an dich immer wieder. Ich habe dich nicht vergessen. Ich kann dich nicht vergessen. Ich wollte dich vergessen, aber ich kann es nicht. Ich wollte das alles schon irgendwo aufgeben, aber irgendwie kann ich nicht. Irgendwo in mir ist noch so ein Hoffnungsschimmer, dass das alles hier noch gut wird, dass das alles hier so sein wird mit uns beiden. Wir haben noch eine Zukunft vor uns. Wir blicken beide in dieselbe Richtung. Wir blicken in die Zukunft und die Zukunft kann uns sehr viel geben. Was, das weiß ich noch nicht, möchte dir dein Gegenüber mitteilen. Aber die Zukunft könnte uns gehören. Ein Regenbogen. Das ist hier auch ein Zeichen, Regenbogen, Glück, Glückseligkeit, Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. Der Page der Stäbe. Ich werde auf dich zukommen. Ich werde dir einen Vorschlag machen. Und dieser Vorschlag,
den kannst du nicht ablehnen. Also dieses Angebot, das, wenn du das ablehnst, oh, da bin ich aber am Boden zerstört. Weil ich habe mir was dabei gedacht. Also dein Gegenüber hackt hier etwas aus, ja, könnte man so sagen. Und das wird hier für Aufruhr sorgen, womit dein Gegenüber auf dich zukommen wird. Oder die Art und Weise, wie dein Gegenüber auf dich zukommen wird, das wird hier für Aufruhr sorgen. Das wird nicht einfach nur so sein. So eine plumpe Einladung zu einem Kaffee, das habe ich hier nicht. Ich habe hier etwas Besonderes, etwas Großes. Vielleicht wird es für andere nichts Besonderes sein, aber für dich wird es was Besonderes sein. Ein Abenteuer. Ich möchte mit dir ein Abenteuer erleben. Vielleicht ist dein Gegenüber abenteuerlustig, risikofreudig, bekomme ich hier auf irgendeine Art und Weise. Adrenalin spielt hier eine Rolle, ja? Also, das soll hier schon so spektakulär sein. Das Herz soll hier auf jeden Fall höher schlagen. Und zwar dein Herz soll hier höher schlagen bei diesem Vorschlag. Ja, du wirst umgehauen werden. Ja, das wird dich umhauen. Soll ich dir hier sagen von deinem Gegenüber? Ich bekomme hier wirklich ein außergewöhnliches Ereignis. Bereitet dein Gegenüber vor, ja. Man möchte dich hier entführen, so, ja, aus dem Alltag herausreißen, aus diesem Trott herausreißen und etwas Exotisches erleben mit dir. Exotisch meine ich ja außer so dieser normalen Zone, wo man sich so bewegt. Zum Beispiel immer nur um den einen See herumlaufen, nie. Und dann macht ihr zum Beispiel eine Fünf-Seen-Wanderung gemeinsam zusammen, ja? Zum Beispiel, das ist ja nur so ein Beispiel. Oder du hast dieses Gericht in diesem Restaurant, in diesem exklusiven Restaurant noch nie gegessen und da bekommst du die Einladung. Ja, es geht so, also in diese Richtung. Oder vielleicht ja gemeinsam zusammen Paragliding machen. Ja, irgendwie sowas bekomme ich hier mit Adrenalin, mit Nervenkitzel. Vielleicht nicht für alle dieser Nervenkitzel, aber für viele habe ich das hier. Ja. Da wird dein Gegenüber dir etwas anbieten, ein Vorschlag kommt. Er wird oder sie, ja, wird auf dich zukommen und das wird dich von den Socken hauen. Ja, so habe ich das hier. Weil die Gefühle so tief sind schon. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch 3 Tage. Trotzdem. Dein Gegenüber hat sich in dich kopfüber verliebt. Oder das ist eine alte Liebe. Ja. Der Ritter der Schwerter, ja, da kommt etwas sehr schnell, sehr intensiv auf dich zu. Und zwar Kommunikation habe ich hier. Vielleicht mü müsst ihr noch etwas klären. Ich bekomme hier nicht irgendwie so einen Streit oder so, ja, vielleicht auch eine Diskussion, etwas ausdiskutieren, aber ich bekomme das hier klären und zwar ein für alle Mal. Etwas, man soll sich überhaupt unterhalten, vielleicht auch, ja. Und dein Gegenüber ist jetzt bereit für diese Unterhaltung, für diese Klärung, für diese Diskussion. Man ist jetzt bereit. Ja, da kommt etwas. Feder. Also es könnte auch sein, dass dein Gegenüber zuerst sich so ankündigen wird über Nachrichten, ja, bevor man hier mit der Tür ins Haus fällt. Aber ich habe auch hier sowas, ja. Also schon, irgendwie, so hier bin ich. Ja, so habe ich das hier. Aber ich werde noch eine Karte ziehen. Welt, ja, eine neue Phase, eine neue Ebene, ein neuer Kreislauf. Wir müssen das zusammen beginnen.
Wir müssen etwas starten. Wir müssen gemeinsam zusammen was starten. Es geht nicht anders. Ich habe hier die Welt. Lass uns die Welt entdecken, gemeinsam zusammen. Lass uns die Welt erobern. Lass uns diese Ebene, diese neue Ebene für uns beide ins Leben rufen. Lass uns gemeinsam zusammen eine Weltreise machen oder eine Reise oder einen Ausflug. Ja, das kann natürlich auch ein bisschen kleiner sein. Ja, aber das habe ich hier mit der Welt. Da soll für uns etwas Neues beginnen. Das ist Ende und Anfang. Es ist in meinem Leben etwas zu Ende gegangen und ich möchte mit dir etwas anfangen. Oder vielleicht ist für euch beide etwas zu Ende gegangen und ihr sollt diese neue Ebene gemeinsam zusammen betreten und leben, ausleben. Ja, diese Partnerschaft, diese gemeinsame Zukunft hier. Wow, ganz toll, ganz stark. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wenn du magst, du kannst meinen Kanal abonnieren, liken, schreib mir einen Kommentar. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.